Als Schaf ist es gar nicht so einfach, sich von anderen Schafen abzuheben. Doch wenn man ein Schaf unter Schafen in einem Land ist, das die meisten Schafe der Welt im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat, na dann? Dann wird's echt schwierig. In Neuseeland rechnet man 8 Schafe pro Einwohner und unter den 40 Millionen Wollknollen hat es eines auf die Titelseiten geschafft. Es heißt Shrek und hat nichts gemein mit dem knuddeligen Zeichentrickmonster. Unser Shrek kommt aus Neuseeland und ist ein Rebell, um nicht zu sagen, ein richtiges Hippie-Schaf. Ein Blick auf seine Frisur genügt, um zu verstehen, Shrek ist kein Herdentier und wird nicht lammfromm seinesgleichen folgen und sich in den Abgrund stürzen. Shrek geht seinen eigenen Weg. In Neuseeland gibt es zahlreiche verlockende Wege. Te Araroa zum Beispiel heißt einer der hiesigen Fernwanderwege. Mit seinen 3000 Kilometern einer der längsten der Welt. Shrek, das Merino-Schaf, hat eines Tages die Schnauze voll von all der Wolle seiner Artgenossen. Das Schaf macht die Fliege und verschwindet in die Berge. Ganze 6 Jahre später wird Shrek wiedergefunden. Seine Haarpracht ist derart dicht, dass man den Eindruck gewinnt, sie mache das Dreifache seines Gewichts aus. Er hat 27 Kilo Wolle auf dem Rücken, seine Schuhe wird im Fernsehen übertragen und Shrek wird zum Star, zum Helden von Kinderbüchern und zum Maskottchen für Spendensammlungen. Auch wenn es um einen guten Zweck geht, fragt man sich dann doch, ob Shrek sich nicht hat über den Tisch ziehen lassen. Am verrücktesten ist, dass er zum Treffen mit der damaligen Premierministerin Helen Clark ein Flugzeug besteigt und das Parlament besucht. Als er 2011 stirbt, wie könnte es auch anders sein, ist er erneut auf allen Titelseiten. In der Kirche zum guten Hirten wird sogar eine Messe für ihn gelesen. Einige Jahre später bekommt er obendrein eine Ausstellung im Nationalmuseum des Landes. Wüsste man es nicht besser, könnte man glatt glauben, es handele sich um ein Schaf mit 5 Beinen.